So, meine lieben Freunde, es ist Zeit für Tony Hawk's Pro Skater 4. Ist zwar erst mein drittes Spiel, aber ich komme wieder. Gut, spätestens hier werde ich ein bisschen aufholen, meine lieben Freunde, denn hier Twitch, ne? Nicht vergessen, Twitch. So, bei Tony Hawk's Pro Skater 4, nette Anekdote, ich habe damals, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube 36 Parts gebraucht. Das sind umgerechnet 7-8 Stunden oder so. Ich wollte bis 3 Uhr morgens. Also ich werde so gegen 3-4 Uhr ins Bett gehen, ne? Mhm. Ich sag's nur schon mal. Ich hatte sowas in der Art auch vor. Ich weiß nicht, ob ich das schaffen werde. So, ich werde mir noch einmal einen Skater aussuchen, mit dem ich sonst nicht skaten würde, weil wir spätestens in Tony Hawk's Pro Skater, in Underground sowieso mit unserem selbsterstellten Spielen. Deswegen entscheide ich mich für... Ich habe keine Ahnung, für wen entscheide ich mich denn? Für Bob Burnquist. Nein, Mann. Nein, Mann. Das finde ich auch völlig scheiße. Nein! Als alte Anekdote, meine lieben Freunde, spielen wir mit Elisa Steamer. Oh yeah, that's me. Mit... Yeah, oh yeah, that's you. Mit fucking Elisa Steamer. Und wir werden uns direkt mal hier die fuck... Konnte ich hier auswählen, wie ich Bock habe? Ich konnte ja machen, was ich wollte damals hier zum Start. Das ist ja mega. Da, göttlich der Primo. Und ich werde erstmal übelst anfangen zu skillen. Weil ich jetzt schon... Russian Boneless. Dark Disaster. Ich weiß überhaupt nicht, aber es klingt lustig. Das machen wir mal. Und noch ein Grind. Ja, zwei Grinds finde ich gut. Darkslide. Motherfucking Darkslide confirmed. Der Underground gibt es den schon nicht mehr als Special Trick, den Darkslide. Ja, siehste mal, ey. So, Special Trick fertig und spielen das erste Mal, dass ich auf Deutsch spiele, by the way. Ja, hier ist ja ein bisschen, nein, hier ist keine Story. Spiel mich, wow, ganz ruhig, junge Dame. So, hier ist Storyline. Ey, wenn du neue Skatespots öffnen willst, red mit ein paar Typen. Ey, ich habe keine Zeit, mit den Typen zu reden. Gib Gas, Junge. Ich hab's weggeschmissen. Es waren 38, ja, wie gesagt, irgendwie sowas in der Richtung, ne? Hey, what's up, man? So, mach so viele Punkte wie möglich. Also, ich werde hier definitiv Gas geben. Okay. Und stürzen. Ich bin hier genauso in meinem Element wie bei Tony Hawk's Pro Skater 3. Das heißt, ich werde hier richtig krass Gas geben und skillen. Also, mach... Oh, ich freue mich gleich auf die rosa Elefanten. Die werden super. Und es gibt keine Slowdowns. Meine lieben Freunde, ich sagte es ja bereits, ich glaube, das lag einfach an Tony Hawk's Pro Skater 3, weil ich auch bei Tony Hawk's Pro Skater 4 bisher beim Testen zumindest nichts merken konnte. Also easy. Es waren 39. Ach, oh Gott, jetzt weiß ich auch wieder, warum das 39 die Parts waren, wegen so einer Scheiße, ey. 39, war es nicht 36? Ach, mach doch irgendwas, ey, das ist mir doch egal. Wo muss ich hin? Ah, ich weiß schon. Ach so, diese. Ach so. Ich weiß schon ganz genau, warum ich da länger gebraucht habe, weil hier Tony Hawk's Pro Skater 4 hat. Da hat die Serie angefangen, seltsam zu werden. Man, könnte man sagen, zumindest, okay? Denn. Na, sowas wie aufs Board legen und irgendwelche Rennen machen. Weiß ich nicht. War ich nie Fan von. Ich bin jemand, der es gerne skatet und skillt. Okay, es waren tatsächlich 39 Parts. Ich will es jetzt unter maximal 20 schaffen. 500. Mal gucken. Olympic Square Rundkurs Reserve. Alter, ich habe 6 Rennen geschafft. Dann wären das 20 Tage Tony Hawk's Pro Skater 4 auf YouTube. Das wäre großartig. So, hier oben ist ja eh gleich einer, das kann ich wunderbar verbinden. Mal gucken, ob ich den komm... Ah, doch, wir haben auch Slowdowns hier. Okay, wir haben sie, aber es ist absolut aushaltbar, sag ich mal. Anfängerturnier. Ein paar Maulhelden meinen, sie können nicht in 3 Rennen Serien downtown schlagen. Lässt du dich drauf ein? Lässt du dich drauf ein? Oder ja, aber bist du auf eher schwer, so bitte. Das gibt nämlich 6.000 Dollar. 6.000? Ja, auf schwer schon. Wow. Deshalb will ich das auch unbedingt machen, weil... Keine Ahnung. Ich weiß im Übrigen jetzt auch, warum sich so viele andere große Streamer jemanden zur Seite holen, wenn sie streamen. Es macht sehr viel mehr Spaß als alleine, muss ich ganz ehrlich zugeben.
Vor allem bei so Sachen, wo du echt nicht viel zu erzählen hast eigentlich, weil du halt einfach nur fährst und skillst und genau. So wie ich hier gerade fahre. Übrigens, der letzte Fliegtrenn gerade, ne? Ja. Ich habe in den ersten zwei Runden Vorsprung von 10 Sekunden erarbeitet. Ja. Bin in der letzten Runde kein Deutsch schlechter gefahren als in den ersten beiden. Null, nirgendwo angehängt. Ich habe dreimal saubere Abschnitt gehabt. Der hat sich irgendwie von 11 Sekunden oder 10 Sekunden hat er sich auf 2,5 rangearbeitet. Ja. Und ist gefahren wie ein junger Gott. Das ist auch der Grund, das habe ich auch immer bemängelt an Underground, weil ich halt, oder im Allgemeinen Need for Speed, die haben diesen scheiß Gummiband-Effekt gefühlt erfunden. Mega nervig, was da einfach für unglaublich viel Scheiße passiert ist. Ich merke gerade, ich mache mal einen Ticken leiser den Ingame-Sound, ist schon arg laut. Weil dieser Gummiband-Effekt, der hat einfach, das ist einfach scheiße, das hat nichts mit Skill zu tun. Ich hoffe, es bleibt so flüssig, wie es gerade ist, weil dann macht mir das auch garantiert sehr viel Spaß. Solltest du viel öfter machen? Ja, ich weiß. Wie gesagt, ich hab mich ja auch bewusst entschieden, mich von YouTube abzuwenden, um solche Nächte wie heute oder Abende wie heute. Alter, will das Taxi mich verarschen? Zu veranstalten. Das ist einfach cool. Es ist ja okay, ich nehm's hier nebenbei für YouTube auf, für die Leute, die es verpassen. Aber ich will halt einfach nicht mehr an Projekte gebunden sein. Kennst du diese Taxis, die auf einmal meinen, ohne Blinkerlings abbiegen zu müssen? Ja. Rein. Ich hatte 6 Sekunden Vorsprung. Jetzt. Ach, jetzt kommt der Typ erst. Jetzt Sweet. Läuft bei mir gerade Nirvana im Hintergrund. Ah, nee, das ist gar nicht Nirvana. Was rede ich denn? Das ist die Offspring. Ups. Was der Tim labert, Junge. Ja, Nirvana, Offspring, alles dasselbe. Gummiband-Effekt ist, wenn du. Du musst es so vorstellen, du fährst ein Rennen und du hast 12 Sekunden Vorsprung und dann kommt ein Gummibandeffekt. Und der Gummibandeffekt zieht die Gegner, er zieht sie, er lässt sie perfekt in einer vierfachen Geschwindigkeit fahren, nur um dir Druck zu machen. Ja. Das ist ein Gummibandeffekt, der ist nur dafür da, um dir Ärger zu machen. Du kannst vorher 3 Runden lang perfekt gefahren sein, genau. Ist völlig egal, wenn du am Ende einen Fehler machst und der hat diesen Gummibandeffekt drin, dann war's das. Genau, und ich sehe es halt einfach nicht ein, in dem Spiel, wo es ist Skill vonnöten in diesem Spiel. Ich sehe es einfach nicht ein, zu skillen, um dann durch einen Fehler ein Match zu verlieren, obwohl ich vorher 12 Sekunden Vorsprung mehr arbeite, weil ich so gut war. Und das sehe ich nicht ein. Ich muss es leider einsehen, weil ich die Spiele mag, aber primär ist das ziemlich scheiße. Let's get skate, baby. Oh, ich liebe es. Das ist so ein bisschen Open World und irgendwie auch nicht. Sowas habe ich mir gehofft. Ich dachte, wenn die das wirklich nochmal so machen. Oh, jetzt muss ich erstmal rausfinden, wie ich da nochmal hochkomme. Wenn die Tony Hawk's Pro Skater 5 so gemacht hätten. Ach, da musste ich das machen. Wie dieses Spiel ist. So half open world mit so ein bisschen. Ah, das wäre so großartig gewesen. Das wäre das beste Spiel aller Zeiten geworden. Aber jetzt ist es halt leider. Das schlechteste Spiel aller Zeiten. Also auf schwer, was ich auf schwer nicht gewinne, sind irgendwelche Sprints. Was ich auf schwer gewinne, sind Drift-Sachen. Drift Rennen. Ist ja wohl wirklich super easy. Ja. Das haben die Entwickler immer das Spiel spannender zu machen. Das Problem ist, ich habe nicht gegen spannende Spiele. Das ist aber dann nicht spannender. Dann mach einfach einen allgemein schwierigen Schwierigkeitsgrad, aber keinen Gummiband-Effekt. Ich will nicht auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad perfekt fahren und dann am Ende wegen diesem Effekt zu verlieren. Das ist Unsinn. Aber ja, natürlich, das war deren Argument. Die wollten das tatsächlich so, genau so, deswegen. Aber das macht halt einfach keinen Sinn. Boah, ich musste die Ziele damals echt alle noch sammeln. Wow, sick. Alles klar. So, das war der Olli, das war Combo und danach kamen die lustigen Elefanten. Ich denke mal, wir sind jetzt 9 Minuten in the making. Ich glaube, ich werde es schaffen, das komplette Level abzuschließen. Das ist ungefähr so, wie sie bei SmackDown es auch lange Zeit nicht hingekriegt haben, eine starke KI zu basteln. Außer, das haben sie nie hinbekommen. Außer dass diese KI alles Gold hat. Das war gerade bei den Spielen, wo man halt... Ich hab's ja gerade bei Here Comes the Pain gemerkt, auf Hard am Anfang.
viel sie halt einfach nur immer nur auskontern. Kontern, 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 kontern. Ja, so. Was anders. Deswegen, und das finde ich ja so gut, das macht versucht der 2K gerade zu entwickeln, dieses System mit begrenzte Konter. Übrigens, ich hatte gerade 5 Sekunden Vorsprung, als ich in die zweite Runde, oder in die zweite von 2 gestartet bin. Ja. Und er ist schon auf 3,7 ran. I know what you mean. Du musst halt so perfekt fahren. Das waren die Gaps, ne? Oh mein Gott. Vor allen Dingen, ich krieg ja Druck dadurch, dass ich oben einfach nur sehe, dass die Zeit weggeht. Ja. Vielleicht soll ich da auch einfach gar nicht drauf gucken, aber dann sehe ich irgendwann links den Pfeil oder irgendwas sonst was anderes. Oh mein Gott. Das war ja so eine richtig dumme Aufgabe hier damals mit den Gaps. Eigentlich super easy. Apropos starke KI, NBA 2K, 2K. Ja, wenn wir es jetzt noch beide hätten, dann würden wir vielleicht drüber reden. Ich überlege gerade. 2K ist so eine Sache. 2K ist immer so eine Sache, wa? Ich finde die KI nicht wirklich stark. Es ist halt einfach, keine Ahnung, du musst die hinterher, du musst die perfekten Würfe bringen, sonst gehen sie nicht rein. Und... Oh, hier habe ich Zeit zum Bier trinken. Perle, was machst du denn? Warten. Ja, danke dafür. Das davon gab es leider eine Menge Missionen, wo ich einfach nur warten muss, weil das einfach so, ne, ist halt keine Herausforderung. Boah, müsste ich schon fast versuchen, diesen Geldschein zu kriegen. War hier nicht alle Geldschein? Oh, nein, wohin? Nein, stopp! Stopp, Mädel! Elisa! So nicht! Da war der Geldschein und dreimal her. Boah, wow! Huch. Hausparty vorbei. Ja, hallo, ist schon 12:30. Da muss man mal einen ruhigen machen. Was erwartest denn du? Boah, teilweise ist das ja echt geil, ne? Teilweise ist Need for Speed schon echt spaßig gewesen. Ja. Ich darf tatsächlich einen Special Trick machen, Mann. Junge, Mario McTwist, Baby. Diesen Move liebe ich auch übelst. On Fuego, aber den werde ich gleich mal, ich weiß nicht, ob ich das aus dem Menü rausmachen kann, aber... Jetzt auch diese geskripteten Wagen, die so fahren, dass du nicht in die, Dingens reinkommst, in die Abkürzung. Ja, die kenne ich. Es ist halt einfach, ne? Keine Ahnung. Ich habe nämlich meine Spezialkombos, die ich immer mache, und in dem Fall ist es zum Beispiel die hier. Jetzt müsste ich nur noch die Leute finden, weil das ist das Einzige, was mich so ein bisschen stört. Ich muss die Leute immer suchen. War das nicht irgendwann mal vorbei? Was? Dass man die Leute hier suchen musste, ich bin mir nicht mehr sicher. So, was ist das hier? Du willst hier wieder irgendwas... Wow, das ist ja super süß, Jamie Thomas. Ich habe gerade Special Tricks gelernt und du willst gerade garantiert gegen mich... Okay, alles. Alter, jetzt mache ich gleich ein Spine... Ach, jetzt habe ich die alte Kombination. Ja, KI hat oft seine Marken. Das ist ja auch der Grund, warum eigentlich Multiplayer Online eigentlich besser ist, weil... Wie, hier ist es erst 11:30? Wo bist denn du, Alter? The fuck? Also ich habe dieses Turnier auf schwer gerockt. Ich habe alle drei Rennen ohne Probleme gewonnen. Es gibt einfach Sachen, die sind ohne ein gutes Auto nicht machbar. Dragrennen zum Beispiel. Gut, dass alle Geldscheine jetzt sammeln, weil wir nicht zu den 100% gehören. Ich habe alles Level 1 freigeschaltet, das fuck doch. Du bist großartig, Tim. Ja. Ich bin heimlich. Nahezu stolz auf dich. Nahezu. Aber nur nahezu. Schau, der muss ich erst gucken. Das ist mega nervig, ey. Ich glaube, jetzt mache ich mal den lustigen Saufbruder-Typ. Ich bin 14 Minuten in the making und bin mit dem gesamten Level fast fertig. Ich bin stolz auf mich. Es werden noch schlimmere Level kommen. Ach, der ist noch in England. Na, easy, Junge. Achtung, große Elefantenfreunde. Ah, first try, billig. Ach, Leute, das ist doch keine Herausforderung für mich. Ich glaube, ich habe alleine damals, habe ich locker zwei
vielleicht sogar drei Parts hier verbracht. Ich weiß es nicht. Hier mache ich das jetzt im ersten. I don't give a fuck. War hier nicht noch ein Typ? Der mit diesen Rugby-Spielern? War der nicht hier? Der Typ mit den Rugby-Spielern? Ja, nee, das, den meine ich gar nicht. Aber es ist... Aber den gibt es da auch auf jeden Fall. Ach, hier war auch noch einer. So, wer... Who got the beer? Ach, das ist ja easy. Sammle ich sogar noch einen Geldschein ein, weil mir das zu einfach ist. Ah, hier ist auch noch einer. Okay, ich sammle den Geldschein doch nicht ein. The Horror! Ich hab das so geliebt früher. Es ist unglaublich geil. Ich kann mir sogar schon Neonröhren installieren. Wie geil ist das denn? Tony Hawk's Pro Skater 4 war im Übrigen mein zweites Let's Play aller Zeiten. Check this out. Und ich muss ganz ehrlich sagen, es ist unheimlich geil, das nach 4,5 Jahren nochmal für euch spielen zu dürfen. Ich lern's auch. Unheimlich geil. Ich finde das wunderbar. Ich kann mir schon zwei Slot geben. Wie geil ist das denn? Und unglaublich geil, dass ihr euch hier versammelt habt und mit mir diesen Abend verbringt. Super, vielen Dank. Ja, das ist mir egal, ob das nochmal auf YouTube erscheint oder so. Aber das hier. Über 250 Leute mit mir den Arm verbringen, das finde ich awesome. Okay, Auspuff, Autoglasfolien. Oh, hellschwarze, hellgrüne. Göttlich Autoglasfolien. Hellschwarze. Jetzt habe ich auch zwei Sterne. Gibt's dafür nicht auch irgendwas? War das nicht so? Jawohl, ich kann die Felgenfarbe ändern. Rote Felgen. Laufband. Ich habe die maximale Punktzahl mit 198, würde sagen, I'm done. ist hier nicht noch einer gewesen? Wo waren die Dudes? Wo waren die Dudes? Jetzt musst du da hinten, der bei diesem Scheiß, warum krieg ich den Kack-Geldschein eigentlich? Wurde der schon wieder nicht? Ja. TJ ist Zeitfahren. Das ist viel Geld. Zur Hölle. Endlich. Ich könnte schwören, hier drin war noch einer. Schaff es zu TJ, bevor die Zeit abläuft und du jetzt ein einzigartiges Upgrade. Ich doch hoffe. Ja, jetzt ist er, jetzt sind die Football-Leute da, alles klar. Welche Football-Leute? Na, die Football-Leute, die du dir alle umboxen musstest in einer Combo. Wie soll ich mit Frau Steamer? Ja, und ich finde das auch sehr schön, muss ich sagen. Frau Steamer unterhält mich sehr. So. Ich habe schon wieder genug Zielpunkte für alle Level. Für einen neuen Level. Ich bin noch nicht mal mit dem ersten fertig, aber ich habe schon. Was fehlt mir jetzt noch? Ach so, das war's! Okay, ja, dann muss ich das Level wechseln. Wow! Okay, ich habe 17 Minuten mit Intro gebraucht, um komplett College abzuschließen. Just saying. Wie viele Level hat das Spiel? 2, 3, 5, 9. Vielleicht schaffe ich es ja doch noch. 9 Parts confirmed, oder? Glaub nicht. Glaubst du nicht? Warum nicht? Weil College kann ich auswendig. Spätestens ab Kona, Shift. Ach, selbst ab Alcatraz ist schon alles vorbei. Scheiß drauf.